Der Kaiser will keinen gelehrten Streit. Er will Frieden im Land. Luther soll widerrufen. In lateinischer Sprache entgegnet Luther: Wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt werde, denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da es am Tage ist, dass sie des Öfteren geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen der Heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil wieder das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Auf Deutsch fügte er hinzu: Gott helfe mir. Amen. Für Luther gibt es nur noch eine Autorität, das Wort Gottes, nicht aber die kirchliche Lehre. Die Antwort des Kaisers ist pragmatisch. Denn es ist sicher, dass ein einzelner Bruder irrt, wenn er gegen die Meinung der ganzen Christenheit steht, da sonst die Christenheit 1000 Jahre oder mehr geirrt haben müsste. Damit ist Luthers Geschick besiegelt. Man verspricht ihm zwar eine sichere Rückreise, dann aber soll er als vogelfrei gelten. Jeder hätte ihn töten können. Auf dem Weg ein Überfall. Doch nur zum Schein. Angeordnet von Friedrich dem Weisen, seinem Landesherrn und Anhänger. Man bringt ihn zur eigenen Sicherheit auf die Wartburg. Auf der Wartburg lebt er verborgen als Junker Jörg. Ein Gefängnis. Aber er nutzt die erzwungene Einsamkeit und übersetzt das ganze Neue Testament ins Deutsche. Seine Bibelübersetzung macht ihn zum Begründer der hochdeutschen Sprache. Die Ruhe im thüringischen Idyll trügt. Als Luther die Wartburg verlässt, toben bereits Unruhen. Aus Worten werden Taten. Viele sind von Luthers Gedanken ermutigt, sich nicht nur von der kirchlichen Unterjochung, sondern auch vom Joch der Landesherren zu befreien. Vor allem die Bauern leiden unter der Leibeigenschaft. In Süddeutschland erheben sie sich. Ermutigt vom neuen Geist ziehen ihre Horden durch die Lande. Lang angestaute Wut entlädt sich. Luther, erst die Symbolfigur für sie, ist bald angewidert von ihren Grausamkeiten. In einer Schrift bestärkt er die Landesherren zurückzuschlagen. Die Rache ist grausam. Deutschland in Blut getaucht. Obwohl die Welt um ihn herum brennt, setzt Luther persönlich ein Zeichen der Hoffnung. Er heiratet. In der einstigen Zisterziensernonne Katharina von Bora findet er eine Frau, die ihm geistig ebenbürtig ist. Die Familie lebt in Wittenberg. Der Kurfürst schenkt Luther das einstige Kloster. Das Haus Luther ist weit mehr als die Heimat einer bald 8-köpfigen Familie. Auch Waisenkinder und Studenten finden hier ein Zuhause. Das Haus wird zu einem Zentrum des Dialoges. Theologen und Gelehrte suchen die geistige Auseinandersetzung mit Luther. Seine kräftige Sprache, seine mitunter ruppige Art machen die Diskussion mit ihm zu einem Erlebnis. In dem vielbevölkerten Haus offenbart sich ein anderer Charakterzug des Reformators. Neben dem streitbaren, mitunter schroffen Rebellen gibt es den geselligen Martin Luther, der die Gäste auf das Köstlichste unterhält und auch den sonstigen Genüssen des Lebens nicht abgeneigt ist. Die Familie scheint für ihn als Gegenpol und Rückhalt. Hier findet er ein Stück heile Welt, die er eigentlich schaffen wollte. Im Kreise seiner 6 Kinder schreibt er Lieder, wird zum Begründer des Kirchenliedes. Seine Choräle werden zu einem wichtigen Erkennungszeichen der evangelischen Kirche. Die Familienidylle kann freilich nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Fall Luther noch keineswegs abgeschlossen ist. Vorerst herrscht zwar Ruhe, weil der Kaiser die Unterstützung der Fürsten im Krieg gegen Frankreich und später gegen die Türken braucht.
1529 treffen sich die Führer des Reiches in Speyer. Jetzt will der Kaiser durchgreifen. Luthers Anhänger protestieren. Damit hat die Glaubensbewegung einen neuen Namen: Protestanten. Obwohl Luther geächtet bleibt, sind seine Gedanken nicht mehr rückgängig zu machen. Längst haben die Ereignisse einen Verlauf genommen, den er nicht mehr in der Hand hat. Mehr und mehr überlässt Luther die Auseinandersetzung anderen. Den Glauben an eine Einigung oder an ein Reformkonzil hat er längst aufgegeben. Er ist enttäuscht, dass es auch seiner neuen Lehre nicht gelungen ist, die Menschen zu verändern. Fast resigniert schreibt er: »Möchte einmal ein Engelkonzilium lassen gehen über Deutschland, das uns alle in Grund verderbet wie Sodom und Gomorra, weil wir seien so freventlich.« Am meisten trifft ihn, dass seine Lehre von der Gnade Gottes Europa in einen Glaubenskrieg zu reißen droht. Bald verstummen die Theologen, es sprechen die Waffen. »Ach, lieber Herr Jesu Christe«, schreibt Luther, »halt du selber Konzilium und erlöse die Deinen durch deine herrliche Zukunft. Hilf du uns Armen und Elenden, die wir zu dir seufzen.« So sehr Luther Abstriche von seinem Ideal machen muss, in einem bleibt er unbeirrt. Es ist sein Glaube. Gab er ihm einst den Rückhalt, ohne Angst vor Kaiser und Reich zu treten, so gibt er ihm jetzt die Gewissheit, dass nur Christus selbst die Menschheit retten kann. In diesem Vertrauen ist er auch als alter Mann noch unterwegs, dieses Wort zu verkünden. Luther ist müde und krank. Auf einer Reise hat er in seiner Geburtsstadt Eisleben einen Schwächeanfall. Seine letzte Aufzeichnung beschließt er mit den Worten: »Wir sind Bettler, das ist wahr.« Auf dem Sterbebett liegend murmelt er immer wieder: »In deine Hände empfehle ich meinen Geist, du treuer Gott.« Am 18. Februar 1546 stirbt Luther in dem festen Vertrauen, dass ihm im Tod ein gnädiger Gott entgegenkommen wird. In der Schlosskirche zu Wittenberg wird er begraben. Ein Jahr später erobern die kaiserlichen Truppen die Stadt. Als Karl V. an Luthers Grab steht, wird ihm nahegelegt, es zu zerstören. Obwohl Karl bekennt, er hätte den Unruhestifter Luther gleich verbrennen sollen, tut er es nicht. »Ich kämpfe gegen Lebende, nicht gegen Tote.« Der Kaiser konnte nicht ahnen, wie Luther über den Tod hinaus die Geschichte Europas verändern wird. Musik